Ein Schulunterricht der besonderen Art, so lautete das Konzept für die Berufsmesse Nordjob Schwerin. Rund 1800 Schüler aus der Region haben sich für die Gespräche bei 50 Ausstellern angemeldet. 50 allgemeinbildende Schulen nahmen an der gemeinsamen Aktion in der Sport- und Kongresshalle teil und reservierten die Unterrichtszeit für den Messebesuch. An den Ständen konnten sich die Jugendlichen über die verschiedenen Ausbildungs- und Studienmöglichkeiten informieren, regional und deutschlandweit bis hin zu den Studiengängen im Ausland. Den Schulabsolventen in Mecklenburg-Vorpommern steht derzeit eine große Wahl an Berufsperspektiven zur Verfügung. Doch die Unternehmen verzeichnen nach wie vor einen drastischen Mangel an Auszubildenden. Wir haben über 1200 Ausbildungsbetriebe allein im IHK-Bereich. Wir haben derzeit noch über 1200 freie Ausbildungsstellen, das heißt, die Unternehmen suchen. Wir haben aber gleichzeitig auch noch sehr viele unentschlossene Jugendliche. Also für die Unternehmen ist es schwieriger geworden, geeignete Jugendliche zu finden. Nichtsdestotrotz war die inzwischen 10. Fachmesse Nordjob ein voller Erfolg. Viele Jugendliche nutzten bestimmt ihre Chance. Schließlich ist jetzt gerade die Zeit, sich für das neue Ausbildungsjahr zu bewerben.